Dakshina Chaturtham Shapadasana. Eine Variation des Schneidersitzes. Setze dich so, dass der rechte Unterschenkel vor dem linken ist und dann ist das Dakshina Chaturtham Shapadasana. Chaturtham Shapadasana ist der Schneidersitz und wenn Dakshina ist, ist das rechte Bein vorne. Letztlich ist Padmasana, der Lotussitz, die volle Stellung. Dann gibt es Ardha Padmasana, das ist der halbe Lotussitz. Und wenn kein Fuß auf dem Oberschenkel ist und alles drunter ist, dann ist es der Viertelsitz und deshalb Chaturtham Shapadasana, der wörtlich der Viertelfußstellung. So ist Dakshina Chaturtham Shapadasana, die rechte Viertelfußstellung und letztlich ist es der Schneidersitz mit dem rechten Bein vorne. Alle Informationen zu allen Sitzhaltungen für Meditation und Pranayama auf wiki.yoga-vidya.de.